Grenzenlose Natur, wunderbare Menschen, Kultur und vieles mehr verbindet ihr sicherlich genau wie ich mit Japan. Heute zieht es uns in den Norden Kyotos, wo wir erkunden werden, wie viel mehr es in der Präfektur noch gibt, außer wohl die berühmteste Kulturstadt des Landes. Ich habe einige spezielle Empfehlungen für euch vorbereitet, die eure Japanreise zu einem ganz neuen Erlebnis machen können. Also, worauf warten wir noch? Freunde, es ist Sommer in Deutschland. Das bedeutet vor allem extrem viel Regen und extrem laute Nachbarn, die es auch bis 4 Uhr morgens noch nicht auf die Kette bekommen haben. Einfach mal die Schnauze! Darum geht es hier heute gar nicht. Denn wir gehen heute gemeinsam nach Kyotango. Besser gesagt Kyotango, Ine und Miyazu. Denn im Zeitalter von völlig überfüllten Städten in Japan und dem absoluten Internet-Hype müssen wir einfach mal was Neues probieren. Und deswegen lasse ich ein bisschen Erfahrung hier einspielen, denn Spoiler, man braucht ein Auto. Aber Freunde, fürchtet euch nicht davor. Ich habe euch mal in der Beschreibung dieses Videos einen Link reingepackt, bei dem ihr ganz einfach gucken könnt, was sind eigentlich die Bedingungen, um sich in Japan ein Auto zu mieten. Denn ich kann von eigener Erfahrung, wie ihr wisst, von zum Beispiel meiner Yakushima-Reise nur empfehlen, dass ihr euch in Japan mal ein Auto mietet, wenn ihr natürlich einen Führerschein habt. Denn in Japan sich ein Auto zu mieten, bedeutet nicht nur, dass man mehr vom Land sieht, sondern man wird regelrecht zu einem Local. Man wird Teil einer viel kleineren Community und kommt natürlich auch an Orte, wo wesentlich weniger Tourismus ist. Die Möglichkeiten, die euch das Mieten eines Autos so bietet, sind einfach unerschöpflich. Es ist einfach wirklich ein geiles Gefühl, mit dem Auto durch die Pampa zu fahren und wirklich völlig frei von irgendwas unabhängig sich die Spots aussuchen zu können. Lasst uns also mal zum ersten Spot gehen, und zwar der Kabuto-Yama. Kabuto-Yama ist, wie der Name schon verrät, ein Berg, und zwar gibt es dort einen Campingplatz, bei dem ich mehrere Tage mit Lilly war. Das ist nicht wirklich der erste Spot, aber es ist der Startpunkt unserer persönlichen Reise gewesen. Dieser Campingplatz ist wirklich toll organisiert, super sauber, ganz nette Leute. Sie sprechen sogar ein wenig Englisch. Es gibt dort sogar englische Schilder. Also eigentlich auch ein Spot, bei dem jeder zurechtkommt, der sich mit Japanisch noch nicht so gut auskennt. Generell sollte das aber nicht der Grund sein, warum ihr euch zum Beispiel davor fürchtet, in Japan ein Auto zu mieten oder generell nach Japan zu gehen. Nicht Japanisch zu können ist wirklich im Zeitalter von Übersetzungs-Apps und generell Google-Übersetzer und Co. wirklich kein Problem mehr, Leute. Die Japaner sind auch keine Leute, die euch deswegen irgendwie das Gefühl geben, ihr habt es nicht drauf, oder generell euch das Gefühl geben, ihr müsstet euch fürchten für irgendwas oder es geht hier irgendwo für euch nicht weiter. Im Gegenteil, Japaner werden euch immer helfen, also kann ich euch hier auch nur noch mal ermutigen, bitte lasst euch auch ein bisschen auf ein Abenteuer ein und geht mal wohin, wo ihr ein bisschen außerhalb der Comfortzone seid. Der wirklich erste Spot auf der Reise ist dann der Goshiki-Hama. Das ist ja mehr oder weniger ein Beach, kann man sagen, wie der Name auch schon sagt. Aber das Besondere hier ist, dass im Zuge des Nord-Tango-Erdbebens 1927 es hier unglaublich große Erdverwerfungen gab und man hier bis zu 50 cm große Risse in der Erde bewundern kann, wenn das das richtige Wort ist, die dort von dem Erdbeben hinterlassen wurden. Auch empfehle ich euch, genau das gleiche, was wir gemacht haben, dort mal schnorcheln zu gehen. Packt euch also eine Taucherbrille ein und eine Badehose oder ein Bikini und geht dort mal ein bisschen schnorcheln, denn es gibt dort ein extrem vielfältiges maritimes Leben. Da gibt es einen Haufen coole Fische, einen Haufen Zeug zu sehen und es lohnt sich wirklich, da mal ein bisschen schnorcheln zu gehen, weil die Wasserqualität einfach der absolute Hammer ist. Auf dem Weg zum nächsten Spot geht es ein bisschen durch kleinere Dörfer, die direkt am Wasser liegen. Es geht durch Reisterrassen und viele wunderschöne Landschaften. Auch hier empfehle ich euch wieder, dass ihr mal ab und zu einen Stopp macht. Wir hatten natürlich auf unserer Reise einen gewissen Zeitplan einzuhalten und konnten nicht überall anhalten, wo ich es gerne getan hätte. Aber ich kann euch nur empfehlen, plant lieber 1, 2, 3 Tage mehr ein. Und hier kommt wirklich auch das Auto oder der Nutzen des Autos zur Geltung, weil ihr wirklich direkt ins Land eintaucht. Ihr habt einen Haufen Spots auf dem Weg, die ihr euch angucken könnt. Ihr könnt im Grunde alle 5 Minuten anhalten. Es gibt einen Haufen lokale Restaurants, wo man gut essen kann. Und auch an der Stelle wieder, fürchtet euch nicht. Einfach mal reingehen, auf die Karte zeigen. Egal. Einfach mal aufs Abenteuer einlassen, Freunde. Der nächste Spot ist der Tateiba. Der Tateiba ist jetzt nicht unbedingt für irgendwas bekannt, aber ich finde, dass er als lokaler Spot irgendwie schon interessant ist. Ich kann euch empfehlen, dass ihr um den Stein herum mal ein bisschen schnorcheln geht, denn auch da, je nachdem ob Ebbe oder Flut ist, kann man eine Menge sehen und es ist wirklich interessant. Es ist ein super lokaler Spot, müsst ihr wissen. Ihr werdet also unglaublich viele Locals sehen, keine ausländischen Touristen im Grunde. Ich gebe euch 50 Euro, wenn ihr ausländische Touristen dort findet. Ich habe keine 50 Euro, also die Wette gilt nicht. Wie dem auch sei, gibt es dort aber richtig viele lokale Restaurants und die kann ich euch empfehlen, denn auch ich war dort mit Lilly essen gewesen. Und zwar gibt es dort unglaublich viel aus dem Meer. Also es gibt dort unglaublich viele Fischrestaurants und lokale Restaurants, die sozusagen das, was es im Meer dort zu fangen gibt, servieren. Kann ich euch nur empfehlen, habt keine Angst, geht rein. Zwischen den
dem Tatiba und dem nächsten Spot gibt es auch wieder einen Haufen Spots, die ihr wirklich mal ausprobieren solltet und entdecken sollt. Die Wasserqualität generell in Nord-Kyoto, in Kyotango und generell, wie gesagt, in der ganzen Küste entlang ist unglaublich gut. Die ganze Gegend ist tatsächlich auch bekannt für gute Wasserqualität. Packt euch also wirklich mal eine Tauchermaske ein, kauft euch irgendwie was, was muss auch nicht super teuer sein, oder nehmt was mit und geht da wirklich mal ins Wasser. Die Temperaturen dort sind eigentlich sehr moderat im Sommer, zum Schnorcheln ja sowieso, aber ihr könnt teilweise bis in den Herbst hinein euch ruhig mal trauen, da ins Wasser zu gehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen kalt ist, aber die Wasserqualität ist absolut der Wahnsinn. Passt ein bisschen auf mit so einer ganz kleinen Würfelqualle, die ist nicht tödlich, kann aber starke, schmerzende Verbrennungen verursachen und die gibt es dort leider. Passt also ein bisschen auf, wenn ihr reingeht, die ist super klein, super durchsichtig, hat so kleine rote Tentakeln, ist fast nicht sichtbar, außer sie ist direkt vor euch. Passt damit also ein bisschen auf, ansonsten gibt es da nicht wirklich viel, außer das Übliche, was im Meer gefährlich ist, worauf ihr achten solltet, Strömungen etc. bla. Geht aber auf jeden Fall mal ins Wasser, es ist übelst geil. Der nächste Ort hat in Japan richtig viel an Popularität die letzten Jahre gewonnen und das vorwiegend durch Social Media, und zwar Ine. Dort gibt es nämlich die sogenannten Hühnerjahr. Ich wette, auch ihr habt die schon mal gesehen, zumindest im Internet, und das sind kleine Fischerhäuser. In der Bucht von Ine gibt es von denen so 230 Stück und es ist vielleicht überraschend zu hören, dass die eigentlich nicht zum Wohnen gedacht sind. Denn früher, wo die Boote noch nicht so wetterbeständig waren, aus anderen Materialien waren, haben die Leute ihre Boote unter diese Häuser gebracht, dort also gelagert, dass sie nicht mehr dem Wetter ausgesetzt sind und dem Verfall, und haben drüber, über den Booten, in diesem, was so aussieht wie Wohnraum, wie eine Wohnung, ja, Sachen gelagert, also Fischer-Equipment. Auch heute noch ist es so, dass in den meisten Häusern keine Leute wohnen, sondern dass immer noch Abstellräume sind. Hier liegt die Empfehlung ganz klar darauf, wenn ihr nicht mit allen Touristen auf dieser Erde, die die Funaya besuchen wollen in Ine, zusammentreffen wollt, geht ruhig mal ganz früh morgens dahin. Es gibt da nämlich auch nur begrenzten Parkraum oder gerne auch mal nachts. An der Stelle appelliere ich aber an euch, dass ihr wirklich aufpasst. In Ine gibt es nur ganz wenig Raum. Das heißt, wenn ihr da hingeht, versucht euch wirklich entsprechend zu verhalten, keinen Dreck zu hinterlassen, denn alles, was ihr dort tut, ja, betrifft im Grunde direkt die Bewohner. Und da die eh schon extrem betroffen sind von Massentourismus, lieber ruhig mal ein bisschen zurücknehmen und die Leute respektvoll behandeln und vielleicht den einen oder anderen Abstand wahren, um einfach das die gesamte Energie dort nicht zu stören, könnte man sagen, und für die Leute einfach nicht noch nerviger zu sein, als es sein muss, als man als Tourist ja eh schon immer ist. Der nächste Hauptort zählt zu einem der drei schönsten, ja, Spots in ganz Japan, habe ich mir sagen lassen, und liest man auch immer wieder. Amano Hashidate, die sogenannte Himmelsbrücke. Das ist eine 3,6 Kilometer lange Sandbank, die mit Kiefern bewachsen ist. Das Ganze ist natürlich, ist also nicht künstlich angelegt, und es ist extrem schön, da einfach spazieren zu gehen. Solltet ihr das Ganze nicht bewandern wollen, also mit einem Spaziergang irgendwie erkunden wollen, sondern von oben sehen wollen, müsst ihr zum sogenannten Kasamatsu Park. Da kann man auch mit der Cable Car hin. Und wenn ihr da oben seid, habt ihr einen richtig geilen View auf diese ganze Sache und könnt euch das von oben angucken und könnt, wie aus der Drohnenperspektive, wie ihr es bei mir hier seht, richtig schön eine Übersicht über das Ganze bekommen. Auf der Südseite der ganzen Sache gibt es das Amano Hashidate Viewland. Da könnt ihr auch hoch und könnt das Ganze von der anderen Seite auch nochmal von oben sehen. Also wenn ihr es von beiden Seiten von oben sehen wollt, so wie mit der Drohne, gibt es dort auf jeden Fall Möglichkeiten, euch das Ganze richtig anzugucken. Meine Empfehlung liegt ganz klar, dass ihr zwischen diesen ganzen Spots euch ein bisschen mehr Zeit nehmt und sogar noch mehr Orte erkundet, als ich euch heute auf dieser kleinen Route vorgestellt habe. Denn es gibt dort unzählige Orte und unzählige kleine Geschichten und Abenteuer, die es zu entdecken gibt. Generell liegt meine Empfehlung eh immer auf dem lokalen Japan. Einfach mal tiefer eintauchen in Zeiten des Massentourismus und der überfüllten Städte, einfach mal das lokale Japan besuchen. Diesen Spot könnt ihr übrigens auch mit der Bahn erreichen, genau wie den Spot in Ine. Ihr müsst also nicht unbedingt ein Auto haben, es bietet sich aber an. Meine Empfehlung liegt ganz klar darauf, ein Auto mal zu mieten und euch generell mal tiefer ins Land hineinzubegeben. In Zeiten von Massentourismus, überfüllten Städten und einem völlig überhypten Instagram-Japan empfehle ich euch wirklich mal tief einzutauchen in das Land. Ihr werdet unglaublich viel Kontakt zu Locals bekommen, ihr werdet einen ganz eigenen View auf das Land bekommen, eine ganz eigene Meinung, euch unabhängig vom Internet über das Land bilden können. Ich denke, ihr werdet unglaublich viel erleben, mega viel Spaß haben, es wird euch nichts Schlechtes passieren. Und selbst wenn, dann ist es Teil des Abenteuers. Versucht euch im Rahmen eurer Möglichkeiten natürlich immer respektvoll zu verhalten, euch zu benehmen, nicht so wie ich das teilweise tue, aber ihr seid ja auch besser als ich. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, haut rein. Ciao.